Von Altkanzler Schmidt stammt die Einschätzung, die er kürzlich in einem Interview formuliert hat. Wegen der Nazizeit und des Zweiten Weltkrieges wird Deutschland für lange Zeit noch in der Pflicht stehen, für das gesamte 21. Jahrhundert, vielleicht sogar noch für das 22. Jahrhundert. Zitat Ende. Die Verbindung also zwischen einem ausbeuterischen Finanzsystem und der NS-Zeit wird uns, so seiner Einschätzung, noch viele Jahrzehnte begleiten. Und zugleich bekommt man natürlich für Ersteres dann auch noch so nebenbei die Rechtfertigung geliefert. Liebe Zuschauer, da ein wenig hinter die Kulissen zu schauen und sich die Geschichte dieser Entwicklung anzusehen, das wird Gegenstand des folgenden Gespräches sein. Ein herzliches Willkommen, diesmal aus dem Smokehouse am wunderschönen Brador Lake in Cape Breton Island im Osten Kanadas in der Provinz Nova Scotia. Also deiner Wahlheimat, lieber Andreas. Das, was wir heute erleben, hat ja eine längere Vorgeschichte. Und vielleicht sollten wir, weil wir sonst diese ganze Entwicklung auch nicht richtig verstehen, mit dem 19. Jahrhundert anfangen, mit einer Geld- und Finanzstruktur, in der insbesondere ein Land das ganze System dominiert hat. Was war das Spezifische an dieser damaligen Zeit, was das Geld- und Finanzsystem betrifft? Wir müssen ja erst einmal erkennen, dass die Wirtschaft sehr, sehr stark geprägt war und ist durch ganz bestimmte Machteliten und Machtstrukturen. Das ist nichts Neues. Und das ist schon seit vielen Hunderten von Jahren letztendlich auf der Basis einer gewissen britischen Achse wiederzufinden. Wobei ich, wenn ich die britische Achse meine, natürlich nicht meine das britische Volk, sondern ich meine damit natürlich eine gewisse Dreiteilung der Macht, die sich ja zusammensetzt aus einem britischen Königshaus, einer City of London und natürlich auch dem sogenannten Parlament, was wir aber in Sachen Macht wohl eher vernachlässigen können. Und aus diesem Grunde ist es natürlich so, dass man sehr genau darauf achtet, dass die Pfründe, die aus den Finanzsystemen heraus resultieren, nicht in Gefahr kommen. Und das dürfte auch der Grund gewesen sein, wenn wir wissen, dass nach den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, also nach der Reichsgründung, dass damals eben halt gerade Deutschland und Österreich-Ungarn eine unglaubliche wirtschaftliche Machtpotenzial ausübten, was sie aber dieser angelsächsischen Grundstruktur dann offensichtlich vorenthielten, indem sie nicht mit ihnen kooperierten, sondern letztendlich ihr eigenes Ding machten. Und das war natürlich eine Erfolgsstory. Und wenn wir von Wirtschaftswunderzeit sprechen, dann hören wir ja mal Ludwig Erhard. Mhm. Und mit Wirtschaftswunderzeit sollte man vielleicht einfach mit der Gründerzeit anfangen. Und die Gründerzeit, nämlich in dieser Zeit, 1871 folgende, war ja doch eine Erfolgsstory, wie wir sie niemals wieder verzeichneten. Und ein großer Teil der Weltwirtschaft basierte natürlich dann auf dieser deutsch-österreich-ungarischen Seite, was natürlich wiederum dazu führt, dass die bisherigen Geld- und Machtinhaber deren Verluste natürlich zu tragen hatten, weil es eine Umverteilung war. Wenn wir jetzt größer Teil, sagst du? Also wir gehen da schon von weit über 50% aus, also der Weltwirtschaft, von der man offen spricht. Und aber die Frage ist hier in dieser Fälle, ich möchte mich weniger da an Zahlen festhalten, weil die werden gern diskutiert und wir wissen auch, Zahlen sind immer Schall und Rauch und man kann sie auch nach Belieben verändern. Mir geht es vor allem darum, dass wir eins feststellen konnten: Das britische Pfund war ja bis zu dem Zeitpunkt oder bis Ende des 19. Jahrhunderts immer goldgedeckt. Wir hatten ja eine goldgedeckte Währung und der Vorteil einer goldgedeckten Währung ist natürlich eine Nicht-Ausdehnung der Geldmenge. Also es muss immer gekoppelt sein. Das heißt, sein. Es muss am Gold, das heißt, es müssen immer hinter jedem Geldschein, muss Gold stehen. Damals hieß es ja noch Banknote, weil noch etwas notiert wurde, heute heißt es ja Geldschein, weil es ja auch nur Scheingeld ist. Das passt ja außerordentlich. Ja. Und diese Banknoten haben letztendlich natürlich waren ein Bezugsschein für reales Gold. So, das hat den Vorteil, eine Goldwährung zu haben, indem man die Geldmenge natürlich nicht nach Belieben ausweiten kann. Es hat aber auch ein Problem, wenn es wirtschaftlich nicht gut läuft. Denn wir hatten beispielsweise in England eine bestimmte Währung in Großbritannien und die war letztendlich auf der Basis natürlich
des britischen Pfundes. Und in dieser Zeit, als eben halt die deutsch-österreichische wirtschaftliche Erfolgsstory ihren Lauf nahm, war es so, dass natürlich die Briten in einer wirtschaftlichen Krise analog dazu kamen. Das bedeutet, sie mussten mehr Waren aus dem Ausland einkaufen, als sie selbst ins Ausland verkauften. Also ging Gold weg. Genau, es ging Gold weg, ja. Und damit ging Währung weg. Und das führte natürlich zu einer monetären Unterversorgung in England. Das wiederum führte zu einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale. Es droht in einem Kollaps zu zergehen. Und an der Stelle war es natürlich schon ein ernstzunehmendes Problem, jetzt einzugreifen. Die Engländer hätten, haben sie das gemacht, die Möglichkeit ja in dem Moment gehabt zu sagen, gut, Goldstandard hin oder her, war bislang üblich, aber den kann man ja auch verlassen, man kann das ja auch ändern und kann dann einfach drucken. Also offiziell haben sie es natürlich nicht gemacht, aber real ist es so, dass irgendwann natürlich der Punkt kommt, wenn es eben halt um die eigenen Pfründe geht, dann ist man natürlich auch bereit, auch gegen Recht und Gesetz zu verstoßen. Ich meine, wem sage ich das? In der heutigen Zeit leben wir ja nun schon komplett außerhalb fast jeglicher Rechtsstaatlichkeit. Und damals war das natürlich auch schon so. Und um dann ein Problem erst einmal zu überbrücken, hat man tatsächlich dann britische Pfundnoten offenbar gedruckt, aber einfach keinen Goldstandard unterlegt. Und das im ersten Moment merkt es ja auch gar keiner. Das merkt man ja dann erst nur, wenn es zu viele einlösen wollen, es fehlt dann. Dann merkt man es dann schon, aber vorher merkt man es ja noch gar nicht. Ja. Und man musste deshalb natürlich auch parallel dazu, und das ist meine These, natürlich ein Ablenkungsmanöver inszenieren, bevor es hochgeht, dass man dann bereits andere Probleme hat, mit denen man sich beschäftigt. Und das war aus meiner Sicht der Erste Weltkrieg, in den ja geschickt rein manövriert wurde. Und da spielen natürlich diplomatische Aktivitäten der Briten eine nicht untergeordnete Rolle. Und Anfang 1908 gab es ja dann auch noch eine Wirtschaftskrise. Man hat ja auch schon dann die Federal Reserve vorbereitet, halt im Jahre 1913 unter Wilson. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber unter dieser Schiene sind wir dann in den Ersten Weltkrieg, unter diesen Vorzeichen. Man kann das einfach mal als Gedankenmodell spinnen, weil es ist uns ja nicht unbedingt erlaubt, ergebnisoffen zu denken. Und ich möchte mal dieses Gedankenspiel mit reinbringen, dass dieser Krieg natürlich einen unglaublichen Sinn verfolgte. Und das war nämlich von abzulenken, dass eine Währung letztendlich ausgehöhlt wurde, indem man sie rechtswidrig gedruckt hatte, zumindest nach den Statuten, die damals galten. Ja. Und der, ich sag mal, Ausgangspunkt, also das Vergehen von Berlin und Wien bestand dann, Vergehen in Anführungsstrichen, darin, diese gesamte wirtschaftliche Entwicklung jenseits und ohne den Finanzplatz London gemacht zu haben, was deren gutes Recht war, aber das war das eigentliche Vergehen. Das ist heute auch belegt. Wir wissen das anhand bestimmter Zitate der entsprechenden führenden Personen aus der damaligen Zeit, von Churchill bis sonst wohin, also dass es letztendlich natürlich genau darum ging. Und dann war es natürlich auch, lief es ja darauf hinaus, dass dieser Krieg, der Erste Weltkrieg, seinen Lauf nahm, die Deutschen natürlich auch mit einer völligen Selbstüberschätzung in den Krieg zogen, weil sie auch meinten, alles ist wunderbar, wobei die Geschichtsbücher natürlich auch nicht heute berichten über die Gegendemonstration, über den Krieg vor dem Ersten Weltkrieg, aber das ist ähnlich, ich denke mal, wenn es jetzt mal irgendwann wieder krachen würde, wird auch keiner über die Montagsdemos später mal in den Geschichtsbüchern berichten, weil das interessiert dann keinen mehr. Der Krieg war 1918 zu Ende. Die Zerstörung war komplett. Diese ganze Erfolgsstory wurde erfolgreich unterbunden. Die Erfolgsstory Deutschland-Österreich. Wir wissen, was das Versailler Diktat. Es war kein Vertrag. Vertrag kommt von Vertragen. Da hat sich keiner vertragen. Das wurde einseitig diktiert und das war keine gegenseitige Abstimmung. Hat, der das unterschreibt, dem muss die Hand abfaulen. Ja, sowas. Also der Sozialdemokrat hat das Klartext geredet. Und Keynes ist ja aufgestanden bei den sogenannten Diktatsverhandlungen. Das ist schon interessant. Ein Diktat braucht man nicht verhandeln, das kann man diktieren. Da hätten sie auch die Deutschen wegbleiben können. Ja. Die mussten nämlich nur nicken. Und ist aufgestanden und hat das ja als Verbrechen von Paris bezeichnet. Das muss man mal so sehen. Lange Rede, kurzer Sinn, Anfang der 20er Jahre, und jetzt wird's spannend, begannen die Engländer in Genua in einer Konferenz, in einer Finanzkonferenz, etwas Neues einzubringen. Sie wollten das britische Pfund als Weltleitwährung, also Leitwährung mit T, nicht mit D, sondern als Leitwährung, wollten sie einführen. Und das haben natürlich damals alle schon verstanden, dass das nicht funktionieren darf, weil eine Weltleitwährung hat ein unglaubliches Problem, weil es ist die härteste Waffe, die man letztendlich monetär einführen kann, auf der Welt einführen kann, ist eine Leitwährung einzuführen, weil sich eben halt normalerweise niemand dran hält. Die Erfahrungen waren ja da. Und deshalb haben alle Staaten das natürlich abgelehnt.
Dann kam es zu dem, was es kommen musste. Wir hatten die Weimarer Republik, wir hatten dann eben halt die Übernahme der Nazis im Prinzip in den 30er Jahren. Vielleicht sollte man einfach nur, damit das auch nochmal deutlich wird, du hast das Versailler Diktat angesprochen, das, was dort an Reparationen und Ausplünderungen, Abführen von Goldreserven, Demontagen stattfand, das ist etwas, was jetzt erstmal auf der einen Seite ökonomisch natürlich die junge Republik, eben noch Kaiserreich, jetzt junge Republik, dramatisch geschädigt hat, aber auch, und das ist das Problem, im Inneren beschädigt hat. Es mussten Konservative oder Sozialdemokraten oder linke Sozialisten dieses Land regieren, haben es regiert, und ihnen wurde dann von kommunistischer Seite und von nationalsozialistischer Seite genau die Realität eines ausgeplünderten Landes politisch vorgehalten. Und das hat natürlich zu der Radikalisierung geführt. Also es gibt ja dieses Zitat, dass die Geburtsstunde von Adolf Hitler in Versailles liegt. Ja. Also damit wird deutlich, dass das nicht jetzt irgendein unschöner Vertrag war, der zwar Kriegsschuld und ganz viel territoriale Verluste implizierte, sondern er hat eben den Start der ersten deutschen Republik und Demokratie in massiver Form geschädigt. Na klar, also wir dürfen nicht vergessen, dass wir alleine Anfang der 20er Jahre noch Millionen Hungertote in Deutschland hatten. Und das, obwohl es uns zu dieser Zeit unmittelbar davor natürlich unglaublich gut ging in Deutschland, also auf dem Gebiet, auf den deutschen Gebieten, ob das jetzt Republik oder sonst was ist. Jetzt ist es erstmal dahingestellt, aber den Menschen ging es schlichtweg dreckig, denn es ist dieser Vertrag von Versailles, wer sich den mal durchliest, wer sich mal mit meinem Buch Matrix-Syndrom beschäftigt, wo ich ja in Kurzform auch mal den Vertrag von Versailles mal so dargestellt habe, der zuckt schon zusammen, wenn er sich das Ganze mal vorstellt, wozu das Ganze führen wird. Ja. Und das führt dann natürlich auch dazu. Und die Menschen waren natürlich auch offen für jeden, der jetzt kommt und ihnen die Heilung, die Lösung und die Heilung versprach. Und da muss man einfach mal sehen, wo ist eigentlich die Ursache, wo ist die Wirkung? Und erst kommt die Ursache, dann die Wirkung. Ja. Und da muss man eben halt überlegen, wo befinden wir uns? Und jetzt haben wir dann das Nazi-System. Das war der zweite Teil eigentlich. Ich bezeichne ja nicht Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ja. Ich bezeichne das ja als Zweiten Dreißigjährigen Krieg. Und der ging von 1914 vom Start bis 1944 aus meiner Sicht. Das Bretton-Woods-Abkommen, wo wir jetzt gleich drauf kommen müssen. Ja. Und das sind 30 Jahre. Das letzte Jahr schenken wir uns. Das war mehr oder weniger ein dramatischer, furchtbarer Auslauf mit vielen dramatischen Verwerfungen und Toten und Quälereien. Es ist ja kaum auszuhalten, wenn man das Ganze mal zulässt, auch menschlich zulässt. Es ist ja kaum auszuhalten, so etwas zu ertragen. Aber was war dann gewesen? Als wir dann 1944 das Bretton-Woods-Abkommen hatten, ja nicht weit von hier in New Hampshire, das ist ja von hier aus gesehen gerade mal anderthalb Stunden mit dem Flieger, und dort gab es ein großes Hotel und dort hat man sich getroffen, und jetzt kam Teil 2. Jetzt wollte man plötzlich, dass die amerikanische Währung, sprich den US-Dollar, genau genommen ist es nicht der US, sondern den Federal Reserve Dollar, das ist ja ein privates Instrument. Ja. Die USA hat ja seit 1913, seit der Federal Reserve Gründung, überhaupt keine eigene Währung mehr, sondern sie hat ja eine private Währung, die Federal Reserve Dollar. Da steht ja auch drauf Fed Note und nicht United States Note. Da steht zwar drauf noch The United States of America auf dem Schein, aber das hat einen Schmuckcharakter, da könnte auch draufstehen Aral, alles super. Also das wäre also völlig okay. Also das hat nicht wirklich den Wert, sondern der Emittent ist die Federal Reserve. So, und die hat man zur Weltleitwährung gemacht. Und das zu einer Zeit, wo man wirklich überlegen muss, welcher Staat war so ganz frei in seiner Entscheidung? Denken wir an Polen, also die polnischen Regierungsinhaber, die saßen also in England im Exil 1944, denn das rauchte ja ganz ordentlich bei ihnen zu Hause. Und wenn die dann natürlich zugestimmt haben, dann weiß ich nicht immer, ob das immer freiwillig gewesen sein muss. Also da gibt es eventuell mal doch schon Gründe nachzufragen, ob da Nachdruck im Spiel war. Ja. Und so wurde dann der US-Dollar zur Weltleitwährung gemacht, im Rahmen dramatischer Verwerfungen, die gerade liefen. Aber die Frage, die sich stellt, ist, was ist eigentlich eine Weltleitwährung? Das ist ja das Entscheidende. Das ist die eine Frage, was ist eine Weltleitwährung? Und wir haben ja, du hast es darauf hingewiesen, das Thema Goldstandard beim britischen Pfund im 19. Jahrhundert. Das, was dann da dranhängt, ist Bretton Woods in irgendeiner Weise auch mit dem Thema Gold verbunden. Ja, also das verbinden eigentlich alle nur damit, und das ist auch erst einmal richtig. Wir müssen unterscheiden zwischen einem Goldstandard und einem Golddevisenstandard. Was ist der Unterschied?
Ein Goldstandard ist, dass ein Land, ein Areal sich eine Währung auflegt. Das sind Scheine, die rausgegeben werden oder Banknoten. Und jede Banknote steht für eine gewisse Grammzahl von Gold, wo der Preis festgelegt wird und die Grammzahl festgelegt wird. Das ist also ein Lagerschein gewissermaßen. Man kann zu einer Notenbank gehen oder zu einer Staatsbank und kann es sich dann eben halt zurückholen. Das Gold, wenn man will. Ja. Dann ist die Situation so, dass wenn beispielsweise Frankreich und Deutschland alle hätten einen entsprechenden Standard und jeder handelt untereinander, dass man sehen muss, dass natürlich der Außenhandel, die Waren und Dienstleistungen immer ausgeglichen sind im Außenhandel. Denn wenn ich nämlich mehr Waren einkaufe, als ich verkaufe, verliere ich permanent Währung. Wenn ich aber Währung in meinem eigenen Land verliere, muss ich sie, wenn ich sie nachproduzieren will, dass mein Land nicht in einer monetären Unterversorgung landet, muss ich mehr Gold haben. Da Goldreserven aber begrenzt sind, entsteht eben halt die Problematik, dass das Land, was sehr viel verliert, dann irgendwann abwirkt. Das ist nämlich genau das, was ja gewesen ist damals, Ende des 19. Jahrhunderts. Und das ist eigentlich eine klare Geschichte. Jeder ist also hoch interessiert daran, eben halt nie mehr zu kaufen, als er verkauft, sondern immer eine ausgeglichene Außenhandelsbilanz zu haben. Bei einem Gold-Devisen-Standard ist die Situation anders. Der Federal Reserve Dollar, also die Fed Note, wurde mit einem Goldstandard versehen auf der Basis von 25% Gold mit einem Preis von $35 die Unze. Und dieses war jetzt plötzlich eine Weltleitwährung. Und diese Weltleitwährung wurde jetzt gekoppelt mit allen anderen Währungen, die nicht US-Dollar sind, also Deutschland, Frankreich, Japan, was auch immer. Und die hatten dann die Situation, dass sie über einen festen Wechselkurs zum Dollar, also Dollar und also kein Floten. Null, es gab kein Floten. Dollar und Euro und D-Mark waren immer festgesetzt, da gab es keine Schwankungen. Musste ja festgesetzt sein, weil es war ja ein Goldstandard drin. Und die D-Mark war quasi letztendlich, hatte einen indirekten Bezug zum Gold über den Dollar. Über den Dollar, so zumindest wurde es dann auch verkauft. Wenn man aber weiß, wozu das führt, dann ist das natürlich so, dass wenn jeder weiß, es gibt schwere Zeiten. Und wenn schwere Zeiten sind, dann fangen die Leute natürlich an und legen sich etwas zurück für schwere Zeiten. Weil man ja weiß, es könnte sein, dass man mal in ein Außenhandelsdefizit kommt und dann braucht man entsprechend Geld und Rücklagen. So, aus diesem Grunde durfte auch nach dem Bretton Woods Abkommen, durften die einzelnen Staaten, die nicht USA waren, auch Dollarreserven aufbauen für schlechte Zeiten. Das führte natürlich in USA automatisch schon zu einem Problem der Unterversorgung, der monetären Unterversorgung. Und deshalb gibt es im Bretton Woods Abkommen natürlich ein weiteres Abkommen. Wie kann man das verhindern? Man hat ein Retransferierungsabkommen abgeschlossen. Also ein Retransferierungsabkommen bedeutet, dass man die überschüssigen Dollarnoten, die ins Ausland gehen, wieder an USA zurücküberweisen muss, an die Bank of America. Zurücküberweisen muss in Form einer dann einer Gutschrift, die man bekommt? Es war damals auch schon so, dass das natürlich Buchungsvorgänge waren, aber das Geld, was jetzt in Deutschland aus Außenhandelsüberschüssen war, oder nehmen wir lieber Frankreich, weil Deutschland ist ein Sonderfall, das Geld durfte dann beispielsweise nicht behalten werden, sondern man musste das Geld selbst wieder an die USA zurücküberweisen. Es wurde den Franzosen aber in Höhe natürlich eines Goldstandards gutgeschrieben. Oder auch den Deutschen. Wir sehen ja, wie 1949 eben halt bis 1971 in Deutschland plötzlich Goldreserven entstanden von über 3000 Tonnen. Ja. So, und die meisten Menschen fragen überhaupt nicht, wo kommt das Gold eigentlich her? Hat Adenauer oder irgendein Kanzler jemals irgendwann von Steuergeldern Gold gekauft? Oder gab es noch nach 1949 altes Gold aus der Nazi-Zeit? Das können wir ausschließen. Ich glaube, man hat keinen Stein auf dem anderen gelassen, nachdem Deutschland besiegt war und hat alles rausgezogen. Ist logisch. Aber wo kommt dieses Geld her? Dieses Gold entstand durch Überschussbeteiligung. Die Geldnoten wurden zurücküberwiesen, aber das Gold, der Goldstandard, der 25-prozentige, der wurde natürlich dann Deutschland gutgeschrieben. Und so entstand natürlich auch das Gold in der Reserve. Eine vielleicht ganz naive oder dumme Frage, wenn du sagst 25% Goldstandard und man hat eine Retransferierung des Geldes, kriegt die 25% gutgeschrieben, habe ich dann 75% Verlust oder Das ist eine gute Frage, ja. Das würde jetzt natürlich sehr weit ins Detail gehen. Im Prinzip ist es schon so. Die Frage ist natürlich eine andere. Wenn beispielsweise wir wissen, dass das Gold an sich natürlich als Rohstoff noch einer eigenen Nachfrage unterliegt, und das war ja auch die Situation, weil ob die jetzt sagen, wir legen den Goldpreis fest oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle. Da liegt ja auch so ein Knackpunkt im Fehler. Ja. Dann ist der Goldpreis natürlich irgendwann gestiegen. Und wenn der Goldpreis, der ja mit $35 bewertet war in der Dollarnote und auch fixiert war, aber gleichzeitig in
hinterher natürlich durch Angebot und Nachfrage man Gold kaufen musste für weitaus höhere. Nehmen wir mal an, der Goldpreis hat sich intern auf dem Markt auf 70 Dollar erhöht. Dann war natürlich letztendlich der Dollar nicht mehr mit 25, sondern schon bereits mit 50% unterlegt. Und bei einer 100%igen Erhöhung, einer weiteren beispielsweise, dann war der Dollar schon mit 100%, eventuell sogar noch höher und so weiter. Das Entscheidende war, die Dollarnoten, also es ging nur darum, dass das Geld wieder zurücktransferiert wird, dass das verstanden wird, dass USA nicht in eine Unterversorgung geriet. Ja. Was für mich entscheidend war bei der Geschichte, ist das auch der Grund, warum die Goldreserven, die Deutschen in den USA liegen. Die sind ja nicht rübergeschifft worden, die waren schon immer da. Die sind einfach nur umgebucht worden. Also wenn Sie sagen, wir wollen unser Gold zurück nach Deutschland, ist der Begriff falsch. Nein, das wäre überhaupt erstmal gut, wenn es überhaupt mal nach Deutschland käme. Zum ersten Mal in seinem Leben käme es überhaupt nach Deutschland. Also das ist nicht rübertransferiert worden. Das ist aber das ist auch nochmal ein ganz spezielles Thema. Ja, ja. Also wir haben jetzt eine Situation durch das Bretton Woods Abkommen, dass die einerseits die Kopplung der Währungen an den Dollar. Wir haben zweitens ein Fixum, also dass das also nicht lauten kann, die Währung, sondern dass das also definiert und festgelegt ist und eine 25-prozentige Goldhinterlegung auf der Basis eben dieser Definition. Ja. Wenn jetzt ein Land, und ich glaube, die Franzosen haben sich ja das dann mal überlegt, auf die Idee kommen und sagen, prima, wir haben ja bei euch einiges anschreiben, da sind ja inzwischen ein paar Tönnchen zusammengekommen, hätten wir gerne. Wie ist denn die USA mit so einem Thema umgegangen? Das war genau das Problem. Es waren natürlich nicht nur Frankreich, es waren alle möglichen Staaten, die mit dem System spekulierten. Also als Staatsführer, damals gab es ja noch richtige Staaten in Form von Ländern. Da gab es ja noch eine öffentliche Hand, da gab es ja noch Regierungsdarsteller, die zumindest noch einen Hauch öffentliche Interessen wahrnahmen. Mhm. Was ja heute ja nur völlig absurd ist. Ja, man muss sich, da braucht schon heute sehr viel Fantasie dafür. Aber es ist so, dass dann eben halt der gute De Gaulle natürlich bekannt geworden ist, dass er 69 anfing, überhaupt die Themen zu thematisieren und wollte das Gold haben. Und als man dann nachgezählt hatte, ist das Gold dann überhaupt da, hat man dann irgendwann festgestellt, das reicht natürlich alles vorn und hinten nicht. Also weil wir müssen eines wissen, um es wieder ökonomisch darzustellen. 1944, als das Bretton Woods Abkommen gemacht wurde, war USA ein autarkes großes Land, was sich selbst genügte. Es brauchte von außen nichts bekommen. Es war ein Exportland, es war ein modernes Exportland. Der Vorteil oder die Eigenschaft dieser Dollarleitwährung war nun plötzlich folgendes. Aufgrund des Retransferierungsabkommens sah natürlich die USA gar keine Veranlassung mehr, noch Außenhandelsüberschüsse zu haben oder gar eine ausgehandelte Bilanz. Sie kriegten das Geld ja eh zurück. Ja, ja. Das Geld floss ja immer wieder zurück. Das Problem ist, wenn das Geld aber jetzt bei der Bank of America ist, wie kommt das denn jetzt wieder rein in die amerikanische Wirtschaft? Man hat zum Beispiel die Gehälter erhöht der Arbeitnehmer dort in Amerika, die beispielsweise eine weit geringere Wertschöpfung dann hatten, als sie eigentlich dann verdienten. Und das führte natürlich zu einer weiteren Verwerfung, dass die amerikanischen Unternehmen nun anfingen und zu sagen, die Wertschöpfungskette in den USA ist zu unattraktiv im Verhältnis zu den Kosten und wir gehen ins Ausland. Und damit erhöhte sich ja weiterhin nochmal das Problem des Außenhandelsdefizites. Man war in einer Teufelsspirale, bei der ja niemand gewinnt. Bei der ja weder die Ausländer gewinnen, noch die USA gewinnt. Das heißt, man hätte vielleicht gewonnen, hätte man 71 nicht, und das war jetzt die Frage, die Reißleine gezogen. Ja. Als Nixon gesagt hat, wir werden jetzt das Goldfenster schließen und werden in Zukunft eben halt kein Gold mehr rausgeben auf Währung, auf das Geld. Also die Franzosen haben es, glaube ich, noch gekriegt. Ja, da gibt es viele Aussagen, die auch teilweise widersprüchlich sind. Aber es sieht so aus, Und ich sag mal, bis 71 das Gold, das ist auch gar nicht jetzt groß, was in Frage zu stellen ist, juristisch, praktisch schon. Also das ist ja immer noch, sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Denn wir hatten seit 71 bis 71 ungefähr 3.700 Tonnen. Hätte man diesen Goldstandard aufrechterhalten, hätte Deutschland, glaube ich, im Jahre der Peter Heisenko, das ist also auch von Underworld Online beispielsweise, ein sehr guter Mann, der hat das mal wunderbar berechnet. Und der hat gesagt, dann hätten wir heute ungefähr was, Deutschland alleine 60.000 Tonnen Gold. So viel gibt es ja gar nicht. Und das Problem ist also, die Amerikaner mussten, oder die USA, die US-Administration musste eben halt die Reißleine ziehen. Ja. Das Problem ist, keiner partizipiert davon, denn die USA sind ja nicht die Gewinner, wenn man das mal als Volk sieht, als Gemeinwesen sieht, denn die leben in Zelten und gehen auf die Straßen und da ist Alarm. Also das Problem ist, warum sind 1971
die ganzen Staatschefs oder sonstigen Personen nicht auf die Barrikaden gegangen, als man einfach den Goldstandard gestrichen hat? Das ist ja eine ganz interessante Frage. Das lag natürlich daran, dass man auf der einen Seite nicht zugeben wollte, dass man sich hat mit freiem Oberkörper rückwärts durch die Hecke ziehen lassen. Und das Zweite ist natürlich auch, man hatte sich in dem Dollar ja auch in den bestimmten Kreisen der Besserverdienenden gut eingerichtet. Und man hatte seine Währung in Dollar. Hätte man dieses Thema aufgemacht, wären die eigenen Freunde in Gefahr gekommen. Also hat man gesagt, komm, nach mir die Sintflut, ich werde es nicht mehr erleben, bis es kracht. Und die damals 71 gelebt hatten, die hatten wahrscheinlich auch recht gehabt, die meisten. Ja, der am Anfang zitierte Helmut Schmidt ist ja einer der Berater damals gewesen, der Nixon also unterstützt hat in dieser Entscheidung. Er wird es vielleicht schon noch erleben, dass es kracht, aber er ist einer der Täter, der damals nicht die Reißleine anderen. Das, was du angesprochen hast, macht aber jetzt mal rein ökonomisch im bestehenden System einen anderen Punkt deutlich. Wenn ich eine solche Goldbindung, auch eine Golddevisenbindung habe, auch nur eine teilweise, und dass die Masse des Goldes an sich auf dieser Welt nicht ausreicht, ist das von der Kopplung an das Geld an sich ja auch im bestehenden System problematisch. Also viel immer so auf das Gold, 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 muss man sagen. Also ich sag mal, zukunftsweisend ist es letztendlich nicht unbedingt. Also Gold an sich, das muss man natürlich unterscheiden, wird ja als Währung gern gesehen. Die Masse des Goldes ist gar nicht entscheidend. Also ein Gramm Gold würde ja reichen, um eine Weltwährung damit zu unterlegen. Die Frage ist, wie teuer das Gramm Gold ist. Ja? Also das ist immer die Frage. Also da muss man immer unterscheiden. Okay. Ja. Aber nichtsdestotrotz halte ich es sowieso für sehr, sehr unglücklich. Aber das ist jetzt eine ganz andere Frage natürlich, wo es geht darum, ja oder nein, Goldstandard in alternativen Modellen. Denn wir haben ja in dem Vertrag von Bretton Woods einen Goldstandard drin. Und wir haben heute noch eine Währung mit einem Goldstandard. Bloß nach 71 ohne Golddeckung. Das heißt, wir hätten ja sagen müssen, 71, dass Bretton Woods hätte jetzt letztendlich komplett neu überarbeitet werden müssen. Und es gibt nur wenige, die so etwas sehen. Und auch in der heutigen Zeit denken wir an Sarkozy, der französische Premierminister. Der hat ja vor nicht allzu langer Zeit und auch noch zu aktiven Zeiten ganz klar gesagt, wir müssen das Bretton Woods Thema in den Fokus stellen. Denn der Mann, der hat das offensichtlich schon verstanden. Und daraufhin war er auch relativ schnell weg vom Fenster und da gab es ja alle möglichen anderen Dinge, die da gelaufen sind. Ja. Also so wirklich ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, aber es gibt ja immer wieder bestimmte Zusammenhänge. Wenn einer nämlich mal den Finger in die Wunde legt, dann hat er ja doch meistens ziemlich massive Nachfragen von bestimmten Seiten. Ja, ja. Und die können irgendwelche Mädels, die ihm Schwierigkeiten machen. Das ist der Standard. Nee, ja. das ist der Standard, ja. Aber was ich damit sagen will, ist einfach nur, Gold als Währung halte ich sowieso für ungünstig, weil ich bin ja kein Freund von Goldwährungen oder goldgedeckten Währungen, wo ich mich ja auch von der österreichischen Nationalökonomie ganz klar unterscheide, weil Gold selbst einen Wert hat. Eine Währung sollte, wenn wir es als Tauschmittel betrachten wollen, man müsste sich darüber unterhalten, ob es überhaupt ein Tausch- oder Entschuldungsmittel ist und so weiter. Aber wenn es dann so sein soll, dann sollte eine Währung immer neutral sein, umverteilungsneutral und auch gemeinnützig. Und das ist Gold eben nicht. Gold ist eben halt kein neutraler Rotstoff, sondern unterliegt selbst Angebot und Nachfrage. Ja. Und wenn Goldengpässe sind, dann wird sich der Goldpreis massiv erhöhen und das tangiert jedes Mal die Währung. Ja. Das heißt, die Währung, die zum Beispiel Arbeitsleistungen, Waren und Dienstleistungen neutral beschreiben können, ist als Papier selbst nicht neutral, weil dort ein Wert drin enthalten ist, der zwar die Geldmenge nicht unendlich auslaufen lassen kann. Insofern hat das ja einen Regulativcharakter, aber ansonsten unbrauchbar ist. Und nur anhand dieser einen Argumentation eben halt zu sagen, weil das war schon immer so und außerdem kann man die Geldmenge nicht ausweiten, das ist mir dann doch ein bisschen zu dünn. Weshalb wir ja auch ein fließendes Geldsystem eben halt auf einer ganz anderen Ebene. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Also 1970, 71 die Aufkündigung von Bretton Woods. Wenn ich mir das so den Vertrag vorher ansehe und das, wie die Länder auch über Jahrzehnte darauf gebaut haben, ist das ja, was die Amerikaner oder was die Fed dann gemacht hat, an sich krasser Vertragsbruch. Ja, klar. Die Leute sind plötzlich, das, worauf sie gezählt haben, existiert nicht mehr.
Und auch das Geldmengenproblem ist ja eins, was sich dann sofort stellt. Also erstmal war ja Bretton Woods nicht wirklich ein Vertrag in Anbetracht der 44er Zeit, sondern es war auch schon wieder ein Diktat. Ja. Aber in diesem Fall ist es jetzt so, dass dieses Diktat eben halt nochmal einseitig abgebrochen wurde, weil alle haben ja mitgespielt. Also es ist schon ziemlich abenteuerlich. Man muss einfach wissen, was das bedeutet, auch mit den Überschüssen und mit der Unterdeckung. Wenn wir Exportüberschüsse haben, dann machen sie natürlich nur dann Sinn, wenn ich auch irgendwas dafür bekomme. Das ist der ganz wesentliche Punkt. Und diese Problematik, die wir nämlich damit erkennen, das ist viel wichtiger für mich, ist, dass wenn wir Überschüsse produzieren, dann sind das keine Überschüsse, die wir an Einnahmen haben, sondern Überschüsse an Arbeit, die wir zu leisten haben, die wir ins Ausland vergeben, ohne etwas dafür zu bekommen. Wenn man den Dollar mal als nichts bezeichnet, und ich tue das, weil der Dollar wertlos ist, die US-amerikanische, die Werte der US-Amerikas ist weit pleite. Also wenn ich jetzt eine Immobilie hätte, die hat einen Wert von meinetwegen 100.000 und ich habe mittlerweile auf diese Immobilie einen Wert von 20 Millionen und ich sage, gibst du mir auf die Immobilie nochmal 3 Millionen? Nach, da würde jeder normale sagen, nein, ich kann zwar die Scheine rausgeben, aber die haben keinen Wert mehr, weil das Ding schon vor einem zigfachen, vor Jahren schon pleite war. Und genau das tun wir ja jetzt eigentlich. Und wenn wir sehen, dass USA letztendlich als Wert dahinter steht, also der Standort USA hinter der Federal Reserve Währung, also das heißt, der Sachwert oder das Pfand einfach gar nicht mehr reicht, also auf Deutsch gesagt, es wird nicht mehr bezahlt. Was heißt das also? Wenn wir also Überschüsse haben, dann arbeiten wir mehr. Ich glaube, Peter Eisenko hat geschrieben, glaube ich, 2008 hat er schon geschrieben, ich glaube, da war es jeder Mensch, jeder Arbeiter hat ungefähr damals schon für 3.000 Euro im Jahr gearbeitet, würde er diese Arbeit, also 3.000 Euro Gehaltsanteil gewissermaßen, würde er diese Arbeit einstellen, dann würde überhaupt kein Mangel entstehen in Deutschland, weil diese Mehrarbeit, die gibt er nämlich ab, zum Beispiel an die USA im Rahmen des Außenhandels. Auf Deutsch heißt das, Deutschland lebt völlig unter seinen Verhältnissen. Also das Gegenteil von Frau Merkel. Also beispielsweise, was uns erzählt wird, Deutschland lebt unter seinen Verhältnissen. Wir arbeiten mehr, als wir tatsächlich konsumieren. Und USA lebt über die Verhältnisse. Und das führt bei beiden zu massiven Verwerfungen. Denn wenn die über ihre Verhältnisse leben, dann ist die Wertschöpfung nicht mehr angemessen zum Lebensstandard. Und das ist für Unternehmen eben halt ein ganz klares Indiz, den Standort zu verlassen, weil er nicht mehr effizient ist. Und für die anderen ist es so, dass sie eben halt mehr arbeiten, als sie eigentlich arbeiten müssten, um ihren Lebensstandard zu halten, weil sie den Rest verschenken. Und wenn man jetzt noch sieht, dass die USA ein Außenhandelsdefizit haben von über 800 Milliarden im Jahr, also das geht ja in die Billionenhöhe, und das entspricht in etwa auch den Rüstungsausgaben der USA. Okay, das ist nochmal ein... Da wird ja dann wird's richtig haarig. Wird's richtig. Aber vielleicht einfach, um nochmal den Bogen hinzubekommen, mit der Aufkündigung von Bretton Woods geht gleichzeitig auch das Ende einer Geldmengenregulation einher. Ja. Das heißt, die FED druckt, wie es ihr gerade in den Kram passt. So macht sie es, ja. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Und jetzt wird natürlich auch das, was du gerade angesprochen hast, von der Problematik her deutlich. Wir werden ja... Also wenn du so den Mainstream dir anschaust, immer für den Status des Exportweltmeisters gelobt und wird Schulterklopfen und großartig. Aber ich habe das richtig verstanden, es ist eine Mehrarbeit der deutschen angestellten Arbeiter, die dort tätig sind, die, wenn sie wegfiele, für das Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik selber keinerlei Bedeutung hätte und für die Wirtschaftskraft keinerlei Bedeutung hätte, weil wir da die Ware liefern, aber nichts dafür zurückbekommen. So ist es. Und mit was bezahlen die Freunde in Washington? Ja, sie lassen anschreiben. Sie drucken Dollar, das ist ja anschreiben müssen. Sie lassen anschreiben, aber eben halt in dem Sinne, in dem sie sagen, ich mache ein Versprechen, wo ich von vornherein weiß, dass ich es nicht halten kann. Ja. Also anschreiben lassen heißt ja unter Ehrenleuten nochmal, dass ich sage, ich lasse zwar anschreiben, aber ich weiß, dass ich diese Verpflichtung, ich will das Wort Schuld vermeiden, dass ich diese Verpflichtung eingegangen bin und die möchte ich natürlich als Ehrenmann auch einhalten, aber die wissen von vornherein, es ist nicht einzuhalten. Ja. Es ist einfach nicht einzuhalten. Also die lassen anschreiben und schmeißen den Bierdeckel gleich weg. Natürlich. Und wenn wir uns mal angucken, dass wir beispielsweise natürlich jetzt über die Jahre, nehmen wir mal an, wir hätten von 71 bis heute das in Metallen gehabt, haben wir schon gesagt, dann wären wir bei 60.000 Tonnen Gold ungefähr gelandet. Zumindest müsste man, wenn wir schon das Gold nicht überschrieben bekommen, vielleicht einen minimalen Zins bekommen. Ich glaube mal, wenn wir also einen halbwegs angemessenen Zins von den Amerikanern bekämen für die Außenhandelsüberschüsse, die wir ja nun haben, dann geht das eben halt auch weit. Dann geht das in die Milliarden, und zwar in die hunderte Milliarden. Ja. Und das jedes Jahr.
Also wir hätten wenig Probleme mit unseren Schulen und wenige Dinge, wenn wir nicht mit diesem Zinsverlust von mehreren hundert Milliarden im Jahr und deren Finanzierung natürlich auch, deren Lebensstandard, die ja über ihre Verhältnisse leben, das ist ihr Problem. Aber ich möchte das jetzt eben halt auch nicht wissen, dass es jetzt ein Ausspiel ist, die Amerikaner leben über und wir unter unseren Verhältnissen, dass es jetzt so ein menschliches Geschäft ist, sondern die Problematik ist, sowohl die beispielsweise Deutschen als Exportweltmeister oder als auch die Amerikaner leiden beide unter demselben System. Und das lässt sich unter dem Finanzsystem zusammenfassen. Ja. Das ist wichtig. Diese Situation nochmal, dass es also nichts, also angeschrieben wird, dass wir Dollar bekommen, müsste sich aber doch an sich in irgendwelchen Bundesbankbilanzen beispielsweise niederschlagen. Da müsste man doch jetzt sehen, dass, wo du gesagt hast, auch mit diesen Zinsen, also das wäre dann vielleicht wertlos, weil es eben auch nur wieder Zahlen sind, aber es müsste doch irgendwie in irgendeiner Bilanz müsste doch all dieser ganze Exportüberschuss sich niederschlagen. Also es ist ja so, es ist natürlich nicht in der Bilanz der Bundesbank, weil die Bilanz ist ja eine eigene Unternehmung letztendlich und dort finden sich ja nicht die Gewinne wieder, die BMW macht beispielsweise Außenhandel. Okay. Aber in den volkswirtschaftlichen Bewertungen der Bundesbank, dort in den Berichten müssten wir es wiederfinden, wie viel Gelder sind im Wirtschaftsstandort beispielsweise Deutschland nun an ausländischen Kapitalien nun geliefert oder wie viel sind da noch da? Und man findet da natürlich eben halt eigentlich nur eine riesen Minuszahl, ob wir eigentlich eine Pluszahl haben müssten. Das habe ich anhand des Vortrages mal auch über die 5 volkswirtschaftlichen Konten mal dargestellt. Also was hier an der Stelle eben halt wirklich wichtig ist, vergleichen wir das mit China. China ist ein Export-Auchmeister. Die haben ja nun extrem viel Waren, die sie an USA liefern. Und sie haben extrem hohe Devisen, US-Devisen, also ausländische Währung, nämlich Dollarnoten. Und alle wissen, die USA ist ja dramatisch bei China verschuldet. Dramatisch verschuldet, weil ja China unglaublich viele Dollarreserven handelt. Jetzt habe ich mir natürlich gedacht, wenn die Chinesen so viele Dollarreserven haben, wo sind denn eigentlich unsere Dollarreserven? Also, denn Deutschland ist ja auch Exportweltmeister. Und da kommt man relativ schnell in eine Situation, wo man dann vorsichtig mutmaßt, ob wir nicht vielleicht offensichtlich unser Retransferierungsabkommen sehr genau nehmen und eben halt alles abführen und letztendlich alle Produkte, die im Ausland genutzt werden, über den Steuerzahler abwickeln als Bezahlung irgendwann. Das heißt, da wird's dann kritisch. Wir haben das ist jetzt sehr vereinfacht und provokant dargestellt. Aber du, was hier deutlich wird und was ja einfach auch nochmal unterstrichen werden muss, es gibt einen Unterschied zwischen dem Status der BRD und beispielsweise den Chinesen. Ja, offensichtlich. Also ganz, denn die Chinesen haben ja, wie du auch mal darauf hingewiesen hast, ihre Billionen an Dollar dann auch mit ganz großen Geldnoten dann auch zur Verfügung gestellt bekommen. Die haben das Geld physisch bei sich zu Hause. Vielleicht 3 Banknoten oder 4, wo eine Million draufsteht. Ja. Also wie auch immer, wie lustig das ist. Aber sowas haben die ja nicht. Aber Deutschland ist da ja nun, ich will mich da gerne halten, mal an meine geistigen Vordenker, Herr Schäuble oder Herrn Gysi, die ja immer wieder behaupten, also Herr Schäuble hat ja nun deutlich gesagt, dass Deutschland seit 1945 nie richtig souverän war. Nie richtig souverän heißt, er war nie souverän. Ja. Und nicht souverän heißt eben halt nicht frei. Ja, also es ist ganz eindeutig und nicht richtig souverän ist wie nicht richtig schwanger. Es geht nicht, entweder ich bin schwanger oder nicht, aber nicht richtig schwanger gibt's nicht. Also bin ich nicht souverän. Also hat er das deutlich gesagt. Er beschreibt damit ein Besatzungsstatut und Gysi bringt es nochmal auf den Punkt und sagt, das Besatzungsrecht in Deutschland ist immer noch da und wann wird Frau Merkel endlich das Besatzungsrecht verändern? Das ist nicht von mir, von Gysi. Und mit anderen Worten, wenn man diese beiden Vordenker jetzt mal nimmt, die uns ja prägen, beschreiben sie ja eine US-amerikanische Kolonie, die wir Bundesrepublik nennen. Ja. Also wenn wir natürlich ein Kolonialgebiet sind der USA, dann versteht man natürlich auch, warum hier plötzlich nicht so viele Dollarnoten sind, wie man eigentlich errechnet. Ja. Jetzt könnte man dir ja im Hinblick auf den Export, das Exportthema sagen, du hast ja das BMW angesprochen, Siemens, VW, wen auch immer, das schafft ja Arbeitsplätze. Auch wenn wir hergehen und 2.500 Euro oder knapp 3.000 Euro im Jahr quasi für die Katz, sprich also für eine komplett andere Wirtschaft arbeiten, jeder von uns im Schnitt, ist es ja dann trotzdem so, ich kann ja wenigstens arbeiten, also ich habe einen Arbeitsplatz. Was würdest du dieser Argumentation
entgegenhalten? Da gibt es natürlich mehrere. Einmal aus der Sicht des Plan B muss man sich überfragen, ob wir überhaupt Arbeitsplätze brauchen. Okay. Aber das ist eine andere Frage. Weil aus den Exportgeschäften, ich habe schon verstanden, ist es natürlich so, die Überschüsse, die wir ja haben auf Dollarbasis natürlich, da werden natürlich viele Unternehmen im Rahmen ihrer weiteren Investitionen, die natürlich auch aus den Gewinnen, denn aus Sicht des Unternehmens, in BMW beispielsweise oder Mercedes, die machen natürlich schon Gewinne in Dollar. Ja, wobei die Aktionäre natürlich auch keine deutschen Arbeiter und Bürger mehr sind, mal abgesehen von ein paar Investmentsparer, aber die spielen nicht wirklich eine Rolle, sondern dass diese Gelder, die Margen in Form von Gewinnausschüttung natürlich wieder an die Aktionäre gehen und die sitzen dann meistens auch wieder in den USA. Ja, also insofern geht es dann gleich wieder zurück. Aber um die Dollarüberschüsse, die man dann hat, aus Sicht des Unternehmens wieder einzusetzen, zum Beispiel für Investitionen, neue Produktionen, dann ist man sogar bereit zu sagen, okay, wo können wir denn mit Dollar bezahlen? In Deutschland dürfen wir die Arbeitnehmer mit Dollar nicht bezahlen, sondern müssen sie mit Euro bezahlen. Das schreibt übrigens das Bundesbankgesetz auch vor. Und aus diesem Grunde wird man dann die Arbeitsplätze verlagern ins Ausland. Es entstehen tatsächlich Arbeitsplätze, aber nicht in Deutschland, weil man nämlich mit diesen Dollarreserven nämlich in Länder geht in der Produktion und dort Arbeitsplätze schafft, wo man auch mit Dollar bezahlen kann. Wenn man jetzt... Also Deutschland verliert als Bürger, als Wirtschaftsstandort und auch als Gemeinwesen auf ganzer Linie. Ja. Das ist wichtig. Wenn man diesen Gedanken konsequent zu Ende denkt, wäre es ja an und für sich das Sinnvollste, weil du sagst, wir haben unter unseren Verhältnissen gelebt. Wir würden immer noch jetzt im System argumentiert, die Gehälter der Menschen, die Löhne und Gehälter, erhöhen, ganz verdoppeln klar. Beispielsweise. Also, ich will es nicht nur von USA und Deutschland. Ja. Ich habe das gestern im Seminar hier ja gemacht, dass wir mal Deutschland-Griechenland beschrieben haben. Das mache ich gerne, dass wir immer gleich bleiben. Nehmen wir Griechenland. Griechenland ist in der Produktivität hinter Deutschland. Deshalb ist es Schwachsinn, dass wir nun die gemeinsame Währung haben. Aber wir haben sie nun mal. Und nehmen wir mal an, die Währung wäre noch nicht gestorben, sondern würde noch leben. Dann könnte man das ganz anders machen. Aber bleiben wir mal einfach bei diesem Modell, was wir hier Euro nennen, laufen. Die Griechen sind unproduktiv und die Deutschen sind produktiv. Es gibt einen Außenhandel, eine Außenhandelsbilanz zwischen Griechenland und Deutschland. Die Waren, die dorthin gehen, sollten dann auch wieder zurückkommen. Und am Ende des Jahres oder eines Zeitraums sollte es ausgeglichen sein, in diesem System. So, ist es nicht ausgeglichen. Die Ware steht immer so, dass in Griechenland ganz viele Waren verkauft werden und in Deutschland ganz wenige. Was können wir daraus schließen? Die deutschen Waren in Griechenland sind zu billig. Die sind zu billig. Wir würden den Griechen also dann damit helfen, indem wir ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem wir unsere Produkte teurer anbieten. Wie machen wir das? Indem wir die Dinger teurer machen. Und wie machen wir das wiederum? Indem wir die Gehälter erhöhen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass in den typischen Produkten, auch der Exportprodukte, das heißt der Lohn oder der Lohnkostenanteil vielleicht 10% des Produkts ausmacht, und wir würden in Deutschland die Gehälter, ich habe das gestern als Beispiel genannt, um 50% erhöhen, dann würde sich das Produkt summa summarum gerade mal um 10% erhöhen. Also die Produkte im Ausland. Was bedeutet das für die Griechen? Die Griechen würden jetzt also für die Produkte mehr bezahlen müssen für deutsche Produkte. Das führt natürlich in Griechenland zu einem Wettbewerbsvorteil, weil sie natürlich nicht mehr unter diesem Druck der Löhne der deutschen und der niedrigen Produkte stehen, und das würde ihnen natürlich einen Aufschwung geben. Ja? Für ihre Produkte. Gleichzeitig würde es ja bei uns... Die Leute, also, jetzt kommt der Einwand, aber dann würde in Deutschland die Exportwirtschaft zusammenbrechen. Nein, die würde nicht zusammenbrechen. Die Exportwirtschaft würde endlich rückgefahren werden, was dringend sein muss. Wir müssen unsere Exportabsätze im Ausland, die eh nicht mehr bezahlt werden, wie ich gerade erklärt habe, müssen wir endlich eindämmen. Und das zugunsten einer Binnennachfrage. Jetzt kommt natürlich schon wieder die Argumentation, das ist ja Gewerkschaftsdiskussion. Ich rede ja nun auch im Rahmen des Systems, was ich an sich sowieso in Frage stelle. Aber das wäre eine freie Marktwirtschaft. Würden wir also die Gehälter in Deutschland erhöhen um 50%, die unteren Gehälter, und das ist auch absolut eine ganz logische Nachfolge. Man muss es erstmal durchdenken, bevor man sagt, alles Blödsinn. Und dann würde man natürlich so viel Nachfrage in Deutschland erzeugen, das wäre weitaus mehr als das bisschen Verlust, was man in Griechenland hinnehmen müsste. Und dann entsteht plötzlich auch in Griechenland ein gewisser Wohlstand. Was jetzt passieren würde, ist, dass dadurch natürlich Europa insgesamt partizipieren würde, zu Lasten der Billiganbieter, zum Beispiel in China oder in Korea, die natürlich auch, das muss man ganz deutlich sagen, ihre Menschen ausbeuten, ihre Umwelt zerstören in einer übelsten Form. Und die würden damit unter einem Konkurrenzdruck stehen, nämlich unter einem ethischen Konkurrenzdruck, und müssten ihre
ihre ethischen und ihre vielleicht Gehaltssituation für die Mitarbeiter dort ebenfalls erhöhen, damit wir sie noch erkennen. Ich rede hier also ganz offen von einer Form auch von Protektionismus, also einer Sicherung der einheimischen Wirtschaft, indem wir andere Wirtschaftseinheiten zum Beispiel ganz klar auch ablehnen, wenn sie bestimmten ethischen, moralischen und auch materiellen Standards nicht entsprechen, die wir hier haben. Was, da wir, du weißt in deinen Vorträgen immer darauf hin, dass dieses Geschwätz von der ersten, zweiten, dritten Welt ja Blödsinn ist oder Blödsinn sei, sondern wir eben einen Planeten und eine Welt haben, ja hier einen ganz wichtigen Beitrag leisten könnte, nicht im Sinne jetzt einer erhobenen Zeigefingerdiskussion, aber wenn sie wettbewerbsfähig sein wollen, dann geht das eben nicht mit Kinderarbeit, dann geht das eben nicht mit Verletzung des Tierschutzes, des Umweltschutzes, Naturschutzes und all diese Dinge, wenn wir diese Messlatte entsprechend definieren. Das wäre ja durchaus auch ein aktiver Beitrag weltweit für eine andere Entwicklung und weniger Ausbeutung, auch in den Ländern, wo wir das jetzt herbeziehen. Wir brauchen uns nur die sogenannte EU-Sparlampe anzusehen, ja, wo es eben das Quecksilber, was in der Europäischen Union nicht mehr produziert werden kann, eben aus Nigeria oder aus China, ja, kommt. Und ob da Tausende von Leuten verrecken, ist doch so völlig, ist völlig egal. Und solche Dinge würden dann eben nicht mehr stattfinden. Also wir müssen auf Deutsch gesagt wieder eine Volkswirtschaft einführen, ja, eine Volkswirtschaft auch als wissenschaftliches Studium einführen und die Indoktrinierungs- und Abrichtungsanstalten, wo man letztendlich Leute abrichtet, die letztendlich Lobbyarbeit machen und keine Volkswirtschaft mehr im Sinne von Volk, in dem üblichen Sinne, was wir mit Menschen dann meinen, dann würden wir das Problem relativ schnell lösen. Aber wir merken natürlich, dass wir uns sowohl von der Rechtsstaatlichkeit als auch von eben halt einer, als von Volksvertretern längst verabschiedet haben. Brüssel, und das ist ja nun kein Geheimnis mehr, ist eine Lobby- und Interessenvertretung und das sind meist Exportunternehmen. Aus diesem Grunde werden ja die Mechanismen der bestehenden freien Marktwirtschaft, wie ich sie gerade beschrieben habe, mit den 50% Gehaltung, überhaupt nicht angewandt. Und um es nochmal deutlich zu machen, das ist nicht mal das, ich bin gar nicht dafür, dass man das macht, weil dieser Konsumrausch, der muss endlich mal ein bisschen runtergefahren werden. Punkt, aber man spürt eben halt schon, dass dieses System eben sich in totalitäre Richtungen entwickelt hat. Und ich scheue mich ja auch nicht, den Begriff Faschismus einzuführen eben oder, und zu nutzen in dem Bereich, wo wir uns hier bewegen. Denn als die Sowjetunion nämlich eingebröselt ist Ende der 80er Jahre, da waren eigentlich Tür und Tor geöffnet. Vielleicht nochmal ganz kurz, nach 71, nachdem der Goldstandard weg war, da wurde natürlich riss natürlich der Goldpreis sofort ab und Gold entstand nun plötzlich tatsächlich den freien Märkten. Und es entstand natürlich auch ein Wechselkurs plötzlich. Und jetzt kam diese Floating-Geschichte. Man konnte, wie man es heute ja in exzessiver Form macht, konnte man letztendlich dann spekulieren auf fallende oder steigende Währungen. Das war ja vor 71 nicht der Fall, weil das war ja ein starres System. Genau. Hätte man das übrigens ordnungsgemäß angewandt, hätte das auch relativ funktionieren können. Aber man hat es eben nicht getan, weil schlicht und ergreifend, das sage ich, kriminelle Elemente eine Rolle spielen in diesen ganzen großen Organisationen. Wir haben am Anfang den Schmidt zitiert, ich will ihn nochmal zitieren, denn in so einem Lichtmoment hat er genau zu deinem Punkt gesagt, ich frage mich, ob es wirklich gewinnbringend ist, andauernd Leistungsbilanzüberschüsse aufzubauen. Es bedeutet, dass man Waren verkauft und dafür nur Papiergeld erhält. So hält man Güter von der eigenen Nation fern, die sonst hätten konsumiert werden können. Also ein echter lichter Moment und eine Argumentation im System, aber eine Argumentation, die dazu beitragen, wenn man das befolgen würde, dass eben Binnennachfrage und solche Dinge angekurbelt würden. Aber die heutige Politik ist selbst von solchen Schmidtschen Erkenntnissen dann noch weit entfernt. Also die Lösung, das ist ja ein entscheidender Punkt, die müsste sich, glaube ich, regeln, indem wir Europäer uns wieder autark machen und auch wieder autark denken, indem es eine europäische Politik gibt. Eine europäische Politik, in dem die politischen Führungssysteme der einzelnen Nationen miteinander kooperieren. Um das zu machen, muss als erstes Straßburg dicht gemacht werden und Brüssel. Weil das sind eben halt keine Staatsführer, die die Menschen verbinden, sondern das sind Lobbyvertreter, die die Menschen gegeneinander ausspielen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Würden wir dann erkennen, dass wir uns in Europa in einem wunderbaren Land befinden, in dem alten Europa, mit verschiedenen klimatischen Zonen, mit optimalen Bedingungen, was den Boden anbelangt und so weiter. Wir bräuchten hier keine Monsanto-gen sonstige Dinge. Wir könnten hier ganz in Frieden leben. Dann könnten wir in Europa tatsächlich ein in sich geschlossenes, sich selbst genügendes,
Grundsystem aufstecken, von wo aus wir wieder in Frieden und Ordnung die Sachen aufbauen. NATO abschaffen, diesen ganzen Blödsinn und so weiter, natürlich. Und wir würden uns dann letztendlich aus dieser wirtschaftlichen Situation heraus verbünden mit unseren Nachbarn, sprich mit Russland, die unsere Nachbarn sind, sprich mit der Türkei, sprich mit dem Iran. Also das, was eigentlich auch schon mal irgendwann mal geplant war. Und aus dieser Geschichte könnte eben halt ein Frieden ausgehen. Und natürlich muss man dazu sagen, dass die Menschen, die natürlich leistungslose Spitzeneinkommen beziehen, und damit meine ich nicht irgendwelche einfachen Milliardäre, da rede ich von Billionen, die finden das nicht witzig. Wir müssen eines erkennen, wir sind unglaublich viele. Ich möchte das Beispiel erklären, mit dem, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, mit dem Cäsar. Das spielt zur Zeit Julius Cäsars, wo ein Senator zu spät zu einer Senatorensitzung kam. Und dann hat er sich entschuldigt und gesagt, oh Cäsar, das tut mir sehr leid, dass ich zu spät kam, aber ich musste ja noch durch Rom fahren und da war ja so viel Verkehr und man hätte ja da ein paar Leute umfiedeln können mit dem Pferdegespann, aber man weiß ja nicht, ob es die eigenen sind oder ob es nur Sklaven sind. Worauf dann ein anderer Senator sagte, was haltet ihr davon, wenn wir allen Sklaven ein weißes Bändchen ummachen, dann können wir immer erkennen, wen wir umfahren können und wen nicht. Genau, ne? Und dann hat dann irgendein anderer Senator so zwei zwischen und hat gesagt, um Gottes Willen, dann würden sie ja merken, wie viele sie sind. Würden wir alle merken, wir hätten alle ein weißes Bändchen um und wir würden plötzlich merken, wie viele wir sind, die nämlich in diesem System in der Versklavung sind. Und auch ein Ackermann hätte vermutlich noch ein weißes Bändchen um Frau Merkel sowieso und Obama auch, also auch die Schausteller im unteren Bereich, die wir hochpushen, um die Menschen eben halt von den Realitäten abzulenken. Wir hätten plötzlich alle ein weißes Bändchen und ich glaube, die kein Bändchen um hätten, die müsste man erst mal suchen. Und wir würden dann relativ schnell feststellen, also Kinder, das ist relativ einfach. Wir glauben eben halt, wir können gegen die da oben nichts tun, weil das ist ja einer und wir sind ja nur 99. Und bei so einer Übermacht können wir ja gar nichts dagegen tun. Die Absurdität wird eigentlich dadurch klar. Ja. Du hast vorhin auf einen Punkt hingewiesen, auf den ich unbedingt nochmal hinweisen möchte oder eingehen möchte, nämlich wenn wir als speziellen Status, also wenn wir die BRD so in dem Status einer im Prinzip Kolonie der USA sehen und die gesamten Exportüberschüsse dort verbleiben, da ist, also wir finden, du hast von den 5 Konten der Volkswirtschaft gesprochen, da müsste das ja eigentlich sich irgendwo wiederfinden in dem Auslandskonto, das ist aber auch bei einer Billion im Minus, also es ist einfach, im Rheinland würde man sagen, das Geld ist fort. Genau. Das ist einfach erledigt und es ist weg. So ist es. Jetzt hast du aber auf der anderen Seite, und der Punkt ist, ich glaube, uns beiden extrem wichtig, eine Situation, dass die Vereinigten Staaten an der Weltspitze in den Militärausgaben stehen. Ja. Sie sind im Augenblick, und ich glaube, sie haben nicht in einem einzigen Land wirklich nachgefragt, in 155 Ländern der Welt militärisch stationiert. Ja. Eine solche imperialistische Präsenz eines Landes hat es in der Weltgeschichte noch nie gegeben. Das ist wirklich einmalig. Sie sind an zig Kriegen beteiligt. Wir haben eine Situation, wo wir mit unseren Exportüberschüssen im Prinzip fast schon direkt die Rüstungsaktivitäten dieses Landes finanzieren. Ja, also wir haben ungefähr 200 Staaten auf der Erde, ich glaube es sind 198, ja. Das ist ja nicht immer ganz sicher, da gibt es ja so ein paar Staaten, über die man diskutieren müsste vielleicht auch. Von diesen 200 Staaten sind in über 150 Staaten, glaube ich, sind eben halt die Amerikaner präsent. Also die amerikanischen Soldaten befinden sich zu über 90% im Außendienst, außerhalb ihrer eigenen Heimat. Also mit Verteidigung hat das nichts mehr zu tun. Ich glaube, die Russen sind zu über 90% in ihrem eigenen Land. Ja, und sie haben 13% des amerikanischen Militärbudgets. 13% des Militärbudgets. Russland liegt bei 13% des US-amerikanischen Budgets, nicht der NATO, sondern nur des amerikanischen Teils. Ja. Ja? Also da von einer Expansionspolitik und an einer Weltmacht Russland zu sprechen, das halte ich schon für ein bisschen nachfragenswert. Ja. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, dass der Eindruck entsteht, weil in der alternativen Szene eine sehr, sehr positive Darstellung, was eben den Herrn Putin anbelangt. Wir dürfen eines nicht unterschätzen. Es könnte auch sein, dass wir wieder einem großen Spiel aufgesessen sind. Genauso wie die russische Revolution 1917, wenn man sich damit beschäftigt, relativ stark geprägt war von denselben Mächten, die nach wie vor
tradiert werden in der heutigen Zeit, dass die eingesetzt wurde durch, da kann man ja in Jekyll Island, in dem Kreatur von Jekyll Island wunderbar nachlesen zum Beispiel, da sind ja sehr gute Recherchen drin, wie das gelaufen ist unter Korruption des Roten Kreuzes und so weiter, wie man eben halt Intrigen spielt. Die Spielen der verdeckten Kriegsführung, wie wir das jetzt von den Daniele Ganser auch wieder gehört haben, der hat das ja auch relativ oft jetzt dargestellt. Das ist ja schon eine relativ klare Geschichte, die dahinter steht. Und wir müssen eben halt jetzt sehen, dass die US-Amerikaner natürlich momentan eine offensichtliche Expansionspolitik machen, eine Weltmacht anstreben. Aber die Russen trotz alledem in ihrer Argumentation, ich war ja nun gerade in Russland oder vor kurzem, und ich stelle fest, wenn ich mich mit Wissenschaftlern dort unterhalte, die Argumentation ist nicht wahnsinnig viel anders als bei uns, bloß mit umgekehrten Vorzeichen. Und ich muss die Frage stellen, ob dieses nicht Ganze doch noch zumindest an bestimmten Stellen mitspielt. Es geht dabei nicht um Putin als Person, aber ein Mensch, der an der Spitze steht, ob es ein Obama, ein Putin oder wer auch immer wäre, ja, die haben nicht wirklich die komplette Macht, sondern das sind vor allem die Machtrepräsentanten. Dahinter stehen Riesenstrukturen. Eine Verteidigungsministerin beispielsweise von der Leyen, wenn ich also so militärische Fachfragen hätte, militärhistorisch oder über was weiß ich, Waffensysteme, da weiß ich nicht, ob sie der richtige Ansprechpartner war. Die ist ja eigentlich ziemlich dünn. Ja. Die war ja bisher Spezialistin für Kinderkrippen. Ja. Und jetzt ist es natürlich ein Problem. Denen sie auch nichts versteht. Aber wenn ich mich, genau, von denen sie auch nichts verstanden. Das ist die andere Frage. Aber gut, das ist aber üblich, dass da die Leute immer reingenommen werden, die charakterlichen Eigenschaften und die entsprechenden Fähigkeiten mitbringen, damit sie geeignet sind, um eben halt bestimmte Dinge auch umzusetzen. Das ist klar. Aber die Minister wechseln und gehen, das sind nicht die wichtigen Leute und auch nicht die Präsidenten oder die Kanzler, sondern das sind die, ich denke immer so an die Wackeldackel, die kennt man noch früher aus dem Auto, hinten auf der Hutablage, die immer so im Fahren sind, die wackeln immer so mit dem Kopf, die nickenden Dackel. So kommt mir das immer vor. Das sind so Nick-Onkels, das sind eben halt so Abnicker. Aber in den entsprechenden Behörden, die entsprechenden Staatssekretäre oder die Generäle, Drei-Sterne-Generäle, die wissen sehr wohl, was strategisch abläuft. Und da muss man einfach wissen, auch in den Wirtschaftsministerien, Finanzministerien und so weiter, die machen die Politik. Und jeder, der jetzt 40 Jahre im Finanzministerium als Generaldirektor gearbeitet hat oder als Oberster, ich weiß nicht was, Beamter in Moskau oder sonst was oder auch in Washington, der weiß mehr als der amerikanische oder russische Präsident. Und wir wissen nicht, wie diese Strukturen, wo die Entscheidungen tatsächlich gefällt werden, wenn eine Frau Merkel sich und ein Herr Putin trifft, dann entscheiden die nicht. Dann stehen die vor der Presse, lassen sich ablichten, machen wichtigen Eindruck. Aber in anderen Etagen gibt es dann irgendwelche Händler und Experten, die Sachen nämlich mit Sachverstand abarbeiten, die weder Herr Putin noch Frau Merkel haben kann, weil man nicht in allem Experte sein kann. Es ist logisch. Also wir müssen immer noch erkennen, die Komplexität, die dahinter steht. Ich will das nur zu bedenken geben, bevor man sich anfängt, zu sehr auf eine Seite zu schieben. Und ich will damit überhaupt nicht sagen, also Putin persönlich ist mir übrigens sympathisch als Mensch, wobei ich deshalb vorsichtig bin, weil ich sage, ich möchte eben halt die Sympathie nicht als Gradmesser nehmen für mich, sondern ich möchte vorsichtig bleiben. Ich glaube, wir müssen uns auf uns selbst beruhen und wissen, wir brauchen keine Führer, wir brauchen auch keine Verführer. Das, was wir brauchen, ist ein gesundes Empfinden. Und das Empfinden ist ein Indikator, kein Gefühl, das ist schon wieder grob. Ein Empfinden, was ist Recht, was ist Unrecht? Was ist die Wahrheit, was ist Lüge? Was ist Propaganda, was ist Information? Und ich glaube, wenn man da mal in sich selbst kehrt, und dazu brauchen wir erstmal die innere Ruhe, dann, glaube ich, werden wir dort hinterstellen. Wir müssen letztendlich aus meiner Sicht die Energie entziehen und dann fällt das gesamte System ganz fluffig in sich zusammen, möglichst wie ein Zirkuszelt. Das ist ja ein Zirkus, der hier abläuft, wo man die Stange rauszieht und dann fällt das so langsam zusammen. Das ist also quasi wirklich die Situation, wo durch den Energieentzug die Menschen ihr eigenes Ding machen. Nur wenn wir jetzt, wir haben einen Bogen gezogen von den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts bis jetzt in die Aktualität. Wenn man sich also diese knapp anderthalb Jahrhunderte anschaut, dann ist für mich fraglich, ob der vielbeschworene Westen und die westliche Wertegemeinschaft, auf die wir immer ausgenordet und eingerichtet sind, ob das noch eine auch überhaupt noch moralisch vertretbare Zukunft hat. Also die Dinge, die wir mit unserem Geld jetzt an einer Kriegsfinanzierung der USA-Administration beteiligen und das letztendlich fußt auf Ausbeutung im Inneren, macht eigentlich deutlich, dass man da
Für mich ganz klar. Wechsel. Also ich möchte gerne sehen, wo sind unsere Nachbarn? Unsere Nachbarn sind die Russen. Und die Russen sind wunderbare Menschen. Ich kenne viele. Und ich weiß, wie gastfreundlich sie sind. Und das interessiert mich jetzt erstmal nicht von der Politik. Ich kenne aber auch die USA und ich weiß, wie gastfreundlich die US-Amerikaner sind. Die ja viel gemischt sind. Das sind ja nicht die Uramerikaner. Die sind ja schon alle längst geschlachtet worden. Und das heißt also, wir haben hier eine Situation, dass wir lernen müssen, von uns aus, wir sind in Europa oder in Deutschland, jetzt natürlich nicht, aber wenn wir dort sind, dass unser erster Nachbar eben halt Russen ist, in den müssen wir uns vertragen. Wir müssen sehen, was sind unsere Nachbarn außerhalb unseres Kulturbereiches, wo es dann in den vorderen Orient geht. Wir müssen sehen, was eben halt am Bosporus läuft und so weiter. Wir müssen sehen, was mit den Iran läuft, China. Mit Iran, China und so weiter. Das heißt also, mit den Menschen in Kontakt kommen, die uns gut und positiv gesonnen sind, mit denen wir gemeinsam im Interesse der Menschen und des Gemeinwesens etwas aufbauen können. Und dazu gehört nicht die US-Administration, aber die US-Amerikaner sehr wohl. Klar. Aber das ist eine schwere Aufgabe, die vor uns liegt, die Menschen. Ja. Denn dort findet man ja eben halt die Verwerfungen und die dramatischen Entwicklungen innerhalb der Menschen extrem stark ausgeprägt. Da muss eine Menge Arbeit noch gemacht werden, die Menschen überhaupt erstmal aus dieser Lethargie herauszuholen oder eben halt auch aus ihrem Aggressionspotenzial, was zurzeit aufsteigt. Wir sehen ja, was da an Aggressionspotenzial momentan ins USA läuft. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, von zu Hause aus zu sagen, lasst uns für ein gemeinsames, starkes Europa mit viel verschiedenen Vielfalt, und zwar multikulturell, wo die Kulturen nicht einfach wild vermischt werden, sondern wo die Kulturen möglichst sauber bleiben und jeder seine Kultur behält, damit wir voneinander partizipieren. Goethes Farbenkreis, Rot, Blau und Gelb, das ist ja letztendlich die Komplementärfarben. Und wenn ein Gelb ist wunderschön und ein Rot ist wunderschön und ein Blau ist auch wunderschön, das heißt, die Reinheit der Farben ist wichtig. Wenn man diese Farben vermischt, ist die Farbe, die rauskommt, braun. Mhm. Und braune Zeiten haben wir lange genug gehabt und wir sollten vielleicht mal umdenken. Okay. Lieber Andreas, ganz herzliches Dankeschön für den historischen Abriss, aber eben auch die Perspektive in die Zukunft. Erst einmal innerhalb des Systems. Wir beide sind uns darüber im Klaren, dass das Denken nicht mit Tipps für das System im System aufhören kann, sondern dass wir natürlich einen Schritt hinausgehen. Die Aufgaben, vor denen wir stehen, sind einfach zu groß, als dass man sie mit auch einer modifizierten Variante dieses Systems wirklich lösen können. Aber da bist du ein Vordenker und insofern ganz herzliches Dankeschön. Danke. Liebe Zuschauer, www.wissensmanufaktur.net ist die Internetseite, die natürlich wie immer mannigfaltige Informationen beinhaltet, auch zu unserem heutigen Thema Texte und Artikel zum Download oder Vorträge zum Ansehen dort zu finden sind. Es lohnt sich also, dort immer wieder mal drauf zu gehen, weil es auch immer wieder was Neues gibt. Für das Interesse und die Aufmerksamkeit ein herzliches Dankeschön aus Nova Scotia im Osten von Kanada diesmal. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Super. Ich glaube ja, ne?